Hallo, ich bin Baran Baroda, der Regisseur von Who Am I. Heute besuchen wir den Foley Artist, der quasi die Geräusche macht. Und ihr werdet viele Kokosnüsse, viel Obst und Gemüse brechen sehen und erfahren, wie man zum Beispiel Knochenbrüche erzählt. Viel Spaß. Who am I? Kein System ist sicher. Kokosnüsse, Bo, wieso Kokosnüsse? In deinem Film gibt es, soweit ich weiß, kein einziges Pferd. Folies sind Geräusche, die wir aufnehmen, die sozusagen die realen Geräusche, die am Set natürlich nicht immer ideal aufgenommen werden können, ersetzen. Und zwar von Schritten bis hin zu Bewegungen, bis hin zu allen Effektgeräuschen, die man halt so aufnehmen kann. Hast du irgendwelche Daten mitgehen lassen? Ich hab's den Friends geschickt. Es geht schneller, wenn man die Geräusche aufnimmt. Mit einem Geräuschemacher im Archiv muss man natürlich immer genau die Schritte suchen, in genau dem Raum, in genau der Geschwindigkeit, was im Grunde unmöglich ist. Wenn der Geräuschemacher das macht, dann kann sich der natürlich genau die Szene angucken, hat genau die Schuhe, die in der Szene getragen werden von den Darstellern an, oder zumindest solche, die so klingen. Man kann halt viel besser auf die Sachen eingehen, die man im Film sieht, als wenn man das nur aus dem Archiv vertont. Für die U-Bahn haben wir spannende Sachen gemacht. Einerseits haben wir zusätzliche Spuren für die Schritte gemacht. Also nicht nur den reinen Fuß auf Metall, sondern haben noch verschiedene Resonanzen und Effekte erzeugt durch Bleche, die wir verschieden durchgebogen haben, um ein bisschen effektigere Schritte zu machen, und haben für den U-Bahn-Korpus Klappern und verschiedene metallische Geräusche erzeugt, die dann auch wiederum im Sounddesign verwendet wurden. Und Schienenquietscher, Metallkreischen und sowas haben wir auch dafür gemacht. Wenn der Geräuschemacher die Geräusche macht, der weiß ja, wie Dinge klingen sollen, dann ist meine Aufgabe, zu gucken, dass es natürlich auch abhörseitig über die Monitore so klingt, wie es klingen soll. Also im Grunde ist es ja so, dass wir manchmal Geräusche machen, die aus mehreren Schichten bestehen. Und da kann ich zum Beispiel dann dem Geräuschemacher genau Anweisungen geben, dass wir jetzt den Bassanteil aufnehmen und danach Schicht für Schicht verschiedene Anteile der Geräusche auch mit unterschiedlichen Mikrofonen aufnehmen. Auch aus unterschiedlichen Perspektiven teilweise dann. Und mit unterschiedlichen Resonanzen. Aufgenommen wird das dann alles in Pro Tools und auf verschiedene Spuren. Und natürlich achte ich schon mal drauf, dass ich die auch beschrifte. Einfach deswegen, damit der Cutter hinterher weiß, wo die Spuren zuzuordnen sind. Ja, im Grunde kommen die Signale von drüben, von den Mikrofonen hier am Mischpult an. Und da kann ich dann auswählen, welche Effekte ich auch dafür verwenden möchte. Beispielsweise eine Hallplatte. Ja, hier ist die Fernbedienung von einer Hallplatte. Das ist ganz praktisch. Man kann natürlich hier die Hallzeiten einstellen, kurz und lang. Damit unterschiedliche Räume schon mal auch für die Folies machen. Dann haben wir hier den Transienten-Designer. Der ist super praktisch, um beispielsweise bei Schritten den Attack wegzunehmen. Dann klingt er im Mix nicht mehr so weit vorne und lässt sich besser einmischen. Sogar Räumlichkeit lässt sich hier erzeugen, indem ich beispielsweise den Sustain aufdrehe. Dann wird natürlich das Signal ein bisschen verlängert und hört sich dadurch räumlicher an. Genau andersrum zum Beispiel, wenn ich Sustain rausnehme, hat es den Effekt, dass ich beispielsweise Resonanzen wegnehmen kann. Also wenn irgendein Geräusch länger nachschwingt und das möchte ich nicht, dann kann ich einfach hier mit Sustain runterdrehen und dann klingt es so, wie ich das haben möchte. Dann haben wir hier noch den Lexikon-Hall. Lexikon verwenden wir zum Beispiel auch für wärmere Räume, die mit der Hallplatte natürlich schwieriger zu erzeugen sind, und haben uns dafür einige Presets vorprogrammiert, damit wir schnell darauf zugreifen können und die wichtigsten Parameter dann nochmal hier auf die Frontknobs draufgelegt, um damit schnell
und effizient eingreifen zu können. Dann haben wir den Juray-Filter, den Little Dipper. Das ist im Grunde ein Filter, Tiefpassfilter, Hochpassfilter. Und beispielsweise kann man damit auch Entfernungen simulieren. Natürlich, je weiter ein Geräusch weg ist, desto weniger Höhenanteil hat es und auch desto weniger Bassanteil hat es. Deswegen kann man das hier ganz schön machen. Ich habe, wie viele andere auch, angefangen, viele Geräusche aufzunehmen. Man läuft mit großen Augen und Ohren über Flohmärkte und probiert vieles aus und wird auch mitunter komisch angeschaut, wenn man in Schuhläden zum Beispiel oder in Secondhand-Läden auf Schuhsohlen klopft oder Stöckelschuhe in Größe 44 verlangt. Who am I? Kein System ist sicher. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Ab 25. September im Kino.